Hallo, ich bin Polly. Meine Urgroßmutter Snow hat damals damit angefangen, ihre Geschichte aufzuschreiben. Und seither ist es einfach so, unser Familiending aufzuschreiben, wie unser Leben verlief. Und nun bin ich wohl dran, euch von der Geschichte meines Lebens zu erzählen. Ich hoffe, ich mache das so gut wie meine Mom und alle vor mir. Am besten fange ich bei meinen Eltern an. Hier seht ihr meine Mom Aria und mein Dad Henry, als sie sich gerade ineinander verliebten. Meine Mom sagte immer, dass Henry der Mann ihrer Träume war und dass es für die beiden Liebe auf den ersten Blick war. Die beiden kamen also zusammen und zogen in ein Schloss, das einst der Familie meines Vaters gehörte. Wenige Zeit später wurde auch schon mein großer Bruder Liam geboren. Als Liam gerade 3 Jahre alt war, kam ich hinterher. Meine Eltern wünschten sich immer 2 Kinder und die bekamen sie. Mein Bruder war total begeistert, jemanden zu haben, der fortan mit ihm spielte. Wir hatten schon immer ein gutes Verhältnis und konnten uns alles erzählen. Wir waren sehr froh, einander zu haben. Leider musste Dad sehr viel arbeiten und wir sahen ihn als Kinder nicht so oft. Wir konnten ihn nur selten überreden, mit uns gemeinsam zu Abend zu essen oder mit uns mittags zu spielen. Mom erklärte uns, dass er wohl viel arbeiten müsse, damit wir uns dieses tolle Schloss leisten konnten. Nach Liams Geburtstag war irgendwas los. Mom war einige Wochen nur noch zu Besuch bei uns daheim und Liam musste sich um mich kümmern. Dad verkroch sich noch mehr in sein Büro als sonst und er war sehr traurig. Liam und ich hatten Angst, dass unsere Eltern sich scheiden lassen wollten. Den Grund für ihren Streit erfuhren wir erst viel später, als wir schon erwachsen waren. Mom war Dad untreu gewesen und hatte einen Sohn mit dem Namen Misha auf die Welt gebracht. Misha ist dann zu meinem Onkel und seinem Partner gezogen, wo er dann auch ein schönes Leben gehabt hatte, sagte meine Mom. Liam und ich lernten ihn nie wirklich kennen. Nachdem sich alles beruhigt hatte, kam Mom mit einer Typveränderung wieder nach Hause. Wir waren überglücklich, dass sie wieder daheim war und fuhren als erstes zusammen in den Urlaub. Es war so schön. Ich war noch nie zuvor am Meer und liebte alles daran. Liam und ich bauten riesige Sandburgen und wir spielten den ganzen Tag mit Mom und Dad. Der Urlaub tat uns als Familie sehr gut. Mom und Dad fanden wieder zueinander und ihre Liebe schien stärker denn je zu sein. Wir feierten noch meinen Geburtstag auf Solani und dann ging es wieder nach Hause. Dort angekommen wartete ein ganz wundervolles Geschenk auf mich. Ich habe einen Waschbären mit dem Namen Meko zum Geburtstag bekommen. Ich war so aus dem Häuschen, Meko war einfach großartig. Dad verbrachte seit dem Urlaub auch viel mehr Zeit mit uns und arbeitete weniger. Liam wurde zu einem Teenager und traf sich oft mit seinen Freunden in der Stadt. Nachdem ich selbst zur Teenagerin wurde, verbrachte ich ganz viel Zeit unten am Fluss. Ich liebte es zu angeln und an der frischen Luft zu sein. Und plötzlich trat er in mein Leben. Damon Salvatore. Ja, ihr hört richtig. Er war es, der mir den Atem raubte. Doch war es sein Bruder Stefan, mit dem ich dann den Rest meines Lebens verbrachte. Als ich Damon kennenlernte, wusste ich nicht, dass er auch einen Bruder hatte. Damon und ich versuchten es miteinander, aber auf beiden Seiten wollte es irgendwie nicht funken. Und als Damon mich mal wieder versetzt hatte, kam stattdessen Stefan. Er entschuldigte sich für seinen Bruder und naja, da war es dann um mich geschehen. Diese Liebe auf den ersten Blick, von der meine Mom mir als Kind erzählte, traf nun auch auf mich zu. Stefan war der eine, da war ich mir sicher. Wenige Wochen nachdem wir zusammen waren, erzählte mir Stefan von seinem großen Geheimnis. Er war ein Vampir. Doch einer der Guten, sagte er, einer, der Menschen nicht verletzte. Mein Bruder fand zur gleichen Zeit auch seine Liebe. Er verliebte sich in der Schule in seine Klassenkameradin Alina. Die beiden waren ein sehr süßes Paar, ich mochte sie. Nachdem wir nun beide mehr oder weniger erwachsen waren, wollten meine Eltern unbedingt noch mal einen schönen Familienurlaub machen. Für mich war es sehr wichtig, dass wir campen gehen. Ich wollte das schon immer machen, doch Mom war immer dagegen. Zu viele Insekten, zu wenig Komfort und so weiter. Sie liebte den Luxus zu Hause, doch ich brauchte das alles nicht, um glücklich zu sein. Ich konnte meine Familie zu einem Ferienhaus inmitten der Natur überreden. Als ich noch klein war, erzählte mein Dad mir schon von einem kleinen Haus in Windenburg, das ebenfalls im Familienbesitz war. Das Haus war nur wenige Minuten von unserem eigenen Zuhause entfernt und ich war oft dort und stellte mir mein Leben dort vor. In diesem Urlaub konnte ich meine Eltern endlich überreden, mir das Haus zu geben.
damit ich dort in mein eigenes Leben starten kann. Meine Mom war nicht happy, hat aber zugestimmt, weil es gleich um die Ecke war. Also machte ich das erste Foto für mein neues Haus und meinen Bruder und zog ein. Ich konnte es kaum erwarten, mein neues Leben mit Meiko zu entdecken. Auf meiner Reise durch die Stadt entdeckte ich so viele Streuner, die alle ein Zuhause suchten. Ich konnte nicht anders, als alle mit nach Hause zu nehmen. So bekam Meiko neue Freunde zum Spielen. Ich liebte das Leben in meinem eigenen neuen Haus und ich holte mir auch Hühner und Kühe. Als ich mit Steffen gemeinsam zum Zelten ging, fragte ich ihn, ob er nicht bei mir einziehen wolle. Er sagte direkt ja und war überglücklich. Wir verbrachten noch sehr schöne gemeinsame Tage im Wald und gingen dann in unser gemeinsames Leben über. Wenige Monate später erfuhr ich, dass ich mit unserem ersten Kind schwanger war. Ich meine, ich wollte immer eine große Familie, doch kam diese Schwangerschaft sehr überraschend und dazu sollten es auch noch Zwillinge sein. Da Steffen als Vampir keinen Schlaf brauchte, eins der praktischen Dinge, kümmerte er sich um den Haushalt, brachte mir Wasser ans Bett und leistete mir Gesellschaft, wenn ich mich wegen der Schwangerschaft ausruhen musste. Und dann war es auch schon soweit. Ich brachte unsere Zwillinge Lexi und Milo zur Welt. Liam war einer der Ersten, der seine Nichte und seinen Neffen auf der Welt willkommen hieß. Die beiden waren einfach so süß und aufgeweckt. Steffen gab sich sehr viel Mühe, dass die Kleinen ihn mochten. Leider war das nicht so einfach, da er durch sein Vampirgehen immer wieder fauchen musste, was den Kindern etwas Angst machte. Steffen würde den Kindern nie etwas antun, das war uns klar, aber es war für ihn sehr schwer, dass die Kinder zwischendurch ein bisschen Angst vor ihm hatten. Ich las sehr viele Bücher und fand heraus, dass es ein Heilmittel gegen Vampirismus gab. Ich musste es ihm beschaffen. Wir konnten viel Zeit mit den Kindern verbringen, da Steffen durchs Schreiben von Büchern gut verdiente. Opa und Oma kamen auch öfter vorbei und verbrachten Zeit mit den Kindern. Wir hatten ein schönes Familienleben und die Kinder gingen auch gerne mit mir zum Zelten, was ich einfach wundervoll fand. Und dann brach eine sehr schwere Zeit für uns als Familie an. Mein Dad Henry ging von uns. Für Mom ging eine Welt unter und in ihr zerbrach etwas. Ich musste etwas tun. Ich fragte Mom kurzerhand, ob sie zu uns ziehen möchte. Sie war unsicher, willigte aber ein. Und so zog sie zu uns und ich sah, wie sie Tag für Tag wieder zurückkam und zwischendurch auch mal lächelte. Während dem ganzen Trauern packt uns erneut das Zwillingsglück. Bonnie und Elena kamen zur Welt. Meiko überrascht uns auch mit Nachwuchs. Wir brachten die kleinen Kitten zu unserer Tante, unseren Onkels, damit sie ein tolles, liebevolles Zuhause bekamen. An dieses Weihnachten erinnere ich mich gerne zurück. Mom sah so wunderschön aus und sie genoss die Zeit mit uns. Dad fehlte uns natürlich sehr, aber wir machten das Beste draus und die Kinder waren einfach überglücklich. Das Glänzen in ihren Augen zu sehen, war für uns das größte Geschenk. Ein weiteres Geschenk war bereits unterwegs. Ich war schwanger mit unserem kleinen Hugo. Und dann, als wäre dieser Tag nicht schon so perfekt, ging Steffen auf die Knie. Er zog einen Ring hervor und fragte mich, ob ich ihn heiraten wolle. Ich musste nicht überlegen und sagte natürlich sofort ja. Und als Hugo auf die Welt kam, erfuhren wir, dass ich wohl keine eigenen Kinder mehr bekommen kann. Bei der Geburt gab es Komplikationen und die Ärzte sagten, dass es unwahrscheinlich sei, noch ein Kind zu bekommen. Steffen war sehr traurig, denn er hätte sich gerne noch ein, zwei Kinder gewünscht. Also sprachen wir über Adoption. Wir haben genug Platz und Liebe für ein weiteres Kind und für uns spielt es keine Rolle, ob wir ein leibliches oder ein adoptiertes Kind in unserer Familie begrüßen. Und so kam wenige Wochen später ein Mann vom Jugendamt vorbei, um unsere Tauglichkeit zu prüfen. Unsere Kinder zeigten sich von der besten Seite, denn sie freuten sich auf ein weiteres Geschwisterchen. Wenige Wochen später bekamen wir die Entscheidung. Wir waren geeignet, ein Kind zu adoptieren. Uns fiel sofort Jonas ins Auge. Er war schon Teenager und sah so einsam aus, als wir uns im Heim umschauten. Er war schon lange dort und wurde wohl auch häufig wieder abgegeben. Wir unterhielten uns und es passte sofort. Wir fragten ihn, ob er zu uns ziehen möchte und er war glücklich und freute sich auf sein neues Zuhause. Und so kam es, dass Jonas zu uns zog.
Er fühlte sich direkt wohl und lernte seine Geschwister kennen. Lexi und Milo waren in seinem Alter und die drei verstanden sich sehr gut. Jetzt denkt ihr euch sicher, 6 Kinder sind genug. Ja und nein. Wir waren weiterhin aufgeschlossen und dann erzählte uns Jonas von der kleinen Ariel, die vor wenigen Monaten ins Heim kam. Die kleine Maus wurde einfach vor der Tür abgelegt mit einem Brief ihres Vaters auf dem Schoß. Jonas meinte, dass sie etwas ganz Besonderes sei, das hatte er gleich gemerkt. Er war traurig, dass sie dort bleiben musste und so entschieden Steffen, die Kinder und ich, dass wir der kleinen Ariel auch ein liebevolles Zuhause geben wollten. Und dann holten wir sie auch schon zu uns. Ariel gehörte von nun an auch zu unserer Familie. Nun war es aber endlich soweit zu heiraten. Ich ging mit Christina und Alina in die Stadt und wir suchten mir ein schönes Brautkleid aus. Vor der Hochzeit war es mir noch wichtig, dass ich ein bisschen Zeit mit der kleinen Ariel verbrachte. Ich wollte, dass sie sich bei uns wohlfühlte und wir schienen das zu schaffen. Sie hatte eine starke Verbindung zum Wasser und so planschte sie jeden Tag bei Wind und Wetter in ihrem Planschbecken. Sie war eine richtige Wassernixe. Und dann heiratete ich die Liebe meines Lebens. Und was Steffen da noch nicht wusste, war, dass ein weiteres kleines Wunder unterwegs war. Denn trotz der Diagnose des Arztes war ich erneut schwanger. Es war noch zu früh, um etwas zu sehen, doch ich spürte bereits, dass es so war. Für meinen Steffen hatte ich vorher aber noch ein anderes, besonderes Geschenk. Ich habe es geschafft, das Rezept für ein Heilmittel des Vampirismus herzustellen. Er trank es und es hat geklappt. Er war ein Mensch. Somit konnte ich ihm seinen größten Wunsch erfüllen. Er war überglücklich. Endlich konnte er die Kinder umarmen, ohne dass sie irgendwie Angst vor ihm hatten. Wenige Wochen nach der Hochzeit passierte es dann. Mom verabschiedete sich von uns und folgte meinem Dad. Trotzdem, dass es vorhersehbar war, war es sehr hart für uns. Mittlerweile sah man mir die Schwangerschaft auch an und die kleine Alana wurde geboren. Und ja, ich habe wirklich nicht damit gerechnet, aber wenig später kam auch noch der kleine Elijah zur Welt. Unser 9. und damit wirklich letztes Kind. Bonnie und Elena wurden zu wunderschönen Frauen und gingen gemeinsam in die Stadt. Lexi fand ihre große Liebe Amy und die beiden zogen zusammen. Milo ging ebenfalls in die Stadt und zog in die Nachbarswohnung von Lexi. Jonas zog nach Solani zu seinem Freund Mark, so konnte er ein Auge auf seine kleine Schwester Ariel werfen, denn sie zog es nach Solani, ans Wasser. Die kleine Ariel wurde so schnell groß. Sie war noch eine Teenagerin, aber bat mich, sie gehen zu lassen. Sie sagte mir nochmal, wie dankbar sie für dieses Leben war, doch sie hatte eine Bestimmung, sagte sie. Ich konnte das sehr gut nachempfinden, denn mir ging es damals genauso. Also ließ ich sie gehen, doch nicht ohne den Brief ihres Vaters. Er vermachte ihr ein Grundstück in Solani und eine kleine Hütte. Zudem stand in dem Brief, woher sie kam und wer ihr Vater war. Nun sollte ihr eigenes Leben und ihre eigene Geschichte beginnen. Damit endet die Geschichte meines Lebens noch nicht, aber ich finde es wird Zeit, dass ihr das Leben aus der Sicht unserer Ariel hört. Also gebe ich diese Aufgabe unserer Familie nun an sie weiter. Ihr werdet von ihr hören. Liebe Grüße, eure Polly.